Hallo zusammen, hier ist wieder Fabienne von bluebee.ch. Wir haben heute wieder eine weitere Folge von unserem Plotterkurs. Heute etwas, das im Kurs nicht vorkommt, aber nicht weniger interessant wird sie. Ich wünsche euch viel Spass und bis grad! So, da sind wir wieder. Also, heute schneiden wir Stoff. Und zwar kann unser Cameo sehr gut Stoff schneiden. Es braucht ein paar Sachen, die man beachten sollte. Wichtig ist, dass ihr ein eigenes Messer nehmt. Ich habe das schon gemacht und habe mit Edding ST für Stoff aber drauf geschrieben, damit ich genau weiss, welches Messer für was gebraucht wird. Die den Cameo 1 und 2 haben, die haben es ein bisschen einfacher. Dort gibt es zwei verschiedene Messer, eins in schwarz und eins in blau. Und das blau ist eigentlich gedacht für Stoff oder Papier. Dann könnt ihr es anhand der Farbe auseinanderhalten. Und die mit dem Cameo 3, die nehmen einfach ein Edding und tun es anmalen. Wichtig ist, wer mit Stoff schneiden will, dass wir einen festen Stoff nehmen, einen Baule, einen Canva. Jersey finde ich eignet sich nicht so toll, weil der Jersey dehnbar ist und das Messer tut den Stoff auseinanderziehen statt schneiden. Genau, also ich sage immer, macht es am besten mit Baule, dann habt ihr das schönste Ergebnis. Auch wichtig ist, wir arbeiten mit dem Flisofix. Das kennt ihr sicher aus der Applikation. Die gerne mit Stoff applizieren. Das Flisofix gibt dem der Baule noch ein bisschen mehr Stand. Und wenn ihr mit Flisoflex arbeitet, dann habt ihr ein super Schneidergebnis und es franzt euch nicht aus. Baule ist ja bekannt, dass es ausfranst. Und wenn wir das mit dem machen, dann habt ihr das Problem nicht. Weiterer Punkt ist, die Schnittmatte muss relativ neu oder sogar neu sein, weil das Messer tut recht rumkarren. Und wenn der Stoff nicht richtig hält, dann tut es nicht den Stoff zusammenschieben, verschieben, verstunken und dann hat er kein schönes Schneidergebnis. Also die Klebmatte muss neu sein, es muss kleben wie gestört. Ein weiterer Punkt, was ihr beachten müsst, ist, ihr dürft den Stoff nicht hier auf der Seite laufen. Ihr müsst schauen, dass der Stoff wirklich nicht bis rauskommt, weil wenn da Trauen drauf laufen, die geben ja das Gewicht und dann tut es noch wieder den Stoff verschieben und ihr habt wiederum kein schönes Schneidergebnis. Das sind die wichtigsten Punkte. Wenn ihr alle die beachtet habt, dann können wir jetzt starten mit einem Sujet, am gescheitsten ein relativ einfaches Sujet und wir starten. Bis grad! So, ich habe mich fürs Love entschieden. Ich habe das irgendwann mal hier im Store gekauft und das schaffen wir gerade noch zum Schneiden. Wichtig ist, das ist jetzt schon Schneidanteil, wenn ich hier auf Senden gehe, dann kommt hier das Rot, das ich brauche. Da wir auf der Rückseite vom Stoff schneiden, ich zeige euch dann gerade wieso, müssen wir das noch wenden. Dann können wir schon Vorarbeit leisten, im Senden innen gehen wir auf Stoff, dünn bedruckter Baumwollstoff. Wichtig ist, dass man die Geschwindigkeit abnimmt, damit er gerade auch hier in den Ecken super schneidet. Sonst hat er nämlich ein bisschen viel Mühe. Also ja, nicht auf der vollen Geschwindigkeit laufen lassen. Ich habe das schon zigmal getestet und die Schneideinstellungen die stimmen so. Dann gehe ich hier schnell schauen. Wir brauchen 20x20 ungefähr. Gehen wir Stoff aussuchen und dann melden wir uns hier wieder. Also, unseren Stoff zuschneiden. Ich habe gesagt 20x20. Ich mache hier immer etwas mehr machen, weil wir ja nicht Spatzen klemmern wollen und dann haben wir zu wenig. Also mache ich 30x30. Dann haben wir sicher genug. Der Stoff ist gerade frisch geliefert. Schöne Baule. Wir haben noch nicht so viele Baule im Shop. Ich hoffe, wenn wir hier so coole Videos machen, kann ich euch auch ein paar Ideen geben, was man noch mit Baule machen kann. Das wäre jetzt Stoffstück 30x30. Dann gehen wir weiter
zum Frisofix. Auch hier schneide ich mir 30 cm ab. Durch das, dass ich halt den Tisch habe, habe ich es ein bisschen einfacher zum Arbeiten. Ich würde den nie mehr hergeben. Schneidmatten könnt ihr auch bei uns beziehen übrigens. Und allen, die ich so eine Schneidmatte empfohlen habe, die sind glücklich. Das ist eine gute Investition, oder wie das Wort heisst. Und dann noch 30 cm. Ich weiss aber nicht so recht, wie ich nach der Kamera vorbei arbeiten kann. Ich kann alles umrühren da. So, also. Noch 30 cm so. Dann haben wir die zwei Stückchen, die wir brauchen. Flisofix und unser Stoff. Flisofix hat so eine papierige Seite und eine feine Seite, wo nichts drauf ist, der Kleber ist drauf und dann fixieren wir das so fixieren. Also das Flisofix kommt auf die linke Seite vom Stoff. Das habe ich noch super zugeschnitten, das macht aber nichts, wir haben ja genug. Jetzt habe ich jetzt hier ein falsches Stück, nein, 30x30, ja, nicht schlimm. Eben so kommt das drauf. Das könnt ihr jetzt entweder mit dem Glätteisen machen. Beim Glätteisen bitte beachten, dass ihr immer hergeht, 10 Sekunden wartet, aufnehmt, euch wieder verschieben, 10 Sekunden. Oder ihr habt eine Presse zuhause. Die Presse kann man auch gut für das brauchen. Darum lasst uns an die Presse gehen. Schneidmatte. Ich habe für das andere Projekt die grosse Schneidmatte neu aufgemacht. Da meine kleine Schneidmatte aber auch durch ist. Die brauchen noch viel an den Kursen, dann muss ich es nicht so lange durchhalten. Dann ich jetzt gerade eine neue Schneidmatte anbrauchen. Oh ja, der Vorteil, ich habe keine Quellen, gell? So, jetzt tun wir den Stoff platzieren. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr nicht aussen dran seid, sondern in eurem Raster bleibt und dann das gut andruckt. Und wie ich vorher erwähnt habe, wir schneiden auf der Flisofix-Seite, nicht auf der Stoffseite. Da vorne drauf ist die Stoffseite. Und darum haben wir es spiegeln, damit das nachher wieder stimmt. Es geht einfacher auf der Flisofix-Seite zu schneiden als auf der Stoffseite. Dann wechseln wir jetzt zum Cameo über. So, dann tun wir hier, man fängt die Matte laden. Wichtig ist wieder darauf achten, der Rand kommt hier auf den blauen Strich. Matte laden, ich tue hier immer ein bisschen mit. Dann wechseln wir auf den Bildschirm. Ich habe jetzt hier mein Logo noch ein bisschen mit platziert, damit ich habe ja mehr als genug Platz, ich habe ja die ganze Schneidmatte, die ich zur Verfügung habe. Aber damit ich nicht zu viel Stoffe brauche, habe ich es einfach hier noch ein bisschen mit platziert. Habe an alles gedacht, habe gespiegelt, habe hier Baumwolle, Stoff dünn drin, habe die Schneide drin, Geschwindigkeit auf 1. Und habt ihr ein Cameo 1 oder 2, dann bitte beachten, dass das Messer auf 3 noch manuell einstellen. Ich kann jetzt nur aufs Ende gehen und kann mein Maschinchen noch rattern.
fertig ist der Auftrag. Dann können wir wieder rüber wechseln. So, jetzt haben wir das geschnitten. Jetzt können wir Teile wegnehmen. Jetzt kann es aber sein, dass das manchmal, weil es vielleicht doch nicht so gut gehebt hat, dann arbeite ich hier immer noch mit so einem Präzisionswerkzeug. Und tue mir meistens auf der Rückseite, weil wir haben ja auf der Rückseite geschnitten, dann sehe ich, wo ich muss entlang schneiden muss. Und dann tue ich das auf schnell fertig schneiden. Das ist halt dort, wo es dann den Stoff vielleicht gleich ein bisschen zu viel transportiert hat. Und er es nicht mehr schön können schneiden. Aber es ist eigentlich fast perfekt. Es bedarf nur zwei kleine Schnitteli. So. Und dann hat das nämlich schon geklappt. Wichtig ist halt auch, dass das gut aufklebt. Das macht es euch auch einfacher. Jetzt haben wir hier den Schriftzug. Das Frisafix hat eine gute Sache natürlich noch. Darum brauchen wir es unter anderem auch. Wir können hier jetzt die Rückseite abziehen. Da ist manchmal ein bisschen eine Fummelei hier. Aber wenn man es einmal verwischt, dann geht es eigentlich gut. So. Wichtig ist, das Frisafix immer gut abkühlen lassen, bevor ihr es dann schneidet. Es braucht ein bisschen Abkühlungszeit. Vielleicht sind wir hier auch schon fast zu filigran, also so Herzli, Blumen und so gehen am besten. So. Also. Eigentlich kann man das ganz gut wegziehen. Schauen, dass wir den, wenn ihr etwas filigraner gemacht habt, dass ihr es nicht verreisset oder verzieht. So, jetzt haben wir es überall weg. Dann können wir jetzt zur Presse wechseln. So schnell. Wichtig ist, das Textil immer schnell vorpressen. Bin ich wieder da. Schnell 10 Sekunden vorpressen und dann können wir das hier platzieren. Es ist natürlich, weil die Rückseite vom Frisafix weg ist, ist es halt nicht mehr so stabil. Wenn wir hier gut schauen, wie wir das haben wollen. So. Gut ausmerzen, dass es keine Buckeli drin hat. So. Es braucht halt auch etwas Zeit. Wie gesagt, schnell gibt es in unserer Plotterwelt eh nicht. Schnell kommt nie gut. Immer schön gemächlich, gell? So. Jetzt bin ich nicht ganz in der Mitte gewesen. Ich kann nur einen kleinen Monken erinnern. Aber so wenigstens so ein bisschen Mühe, dass wir in der Mitte sind. War doch noch schön, hä? So. Wie gesagt, das braucht ein bisschen Zeit. Aber die nehmen wir uns für ein schönes Ergebnis. So. Das V noch richtig machen. So, jetzt dürfte es dann stimmen. So. Dann können wir das pressen. Und wer eine Nähmaschine hat,
der kann dann, wenn er will, mit einem ganzen engen Zickzackstich kann man das einfassen oder mit einem Geradstich. Aber bei den Bauern empfehle ich eigentlich einen Zickzack, einen ganzen engen, damit es nämlich nicht ausfranset. Ich bin zu faul, um zu nähen. Ich zeige euch nachher gerade, wie ich das mache. Jetzt habe ich hier natürlich noch das Herz. Das könnte ich jetzt auch noch platzieren. Aber mir gefällt es jetzt eigentlich gerade so. Gut. Dann gehen wir pressen. Pressen tun wir jetzt einfach, damit das Flisofix auch hier drauf haben. Flisofix ist ja wirklich eine super Sache für zum Applizieren. Und wenn man es dann unter der Nähmaschine hat, dann verrutscht einem das nicht weg und man muss es nicht angüffeln. So, jetzt ist das angebügelt. Seht ihr, das hebt jetzt. Jetzt könnt ihr ab unter die Nähmaschine oder aber ihr schaut ein Offset-Video. Das wird euch verlinkt. Und spielt mit dem Offset so spielen, dass wir uns Nähen quasi schenken können. Und dann können wir das drauf glätten. So, das wäre es für heute wieder gewesen. Das Ergebnis möchte ich euch nicht vorenthalten. Wie gesagt, es gibt ein Offset-Video, wo erklärt wird, wie ihr das macht. Und anstatt dass ihr einfach das quasi näht, könnt ihr es wie ich mit Folie nähen. Der Effekt ist mega cool. Ich freue mich schon auf das Gesicht von unserem jüngsten Bluebee-Mädchen. Das war der heutige Videokurs auf das Thema Stoffschneiden. Ich habe letztes Jahr am Näh-Event diesen Kurs auch schon gegeben. Der ist super angekommen. Und darum habe ich gedacht, ich stelle ihn euch jetzt online stellen, damit ihr alle davon profitieren könnt. Wichtig ist, was wir euch gerne noch sagen möchten. Uns macht das riesen Spass, euch Woche für Woche Videos zu zeigen. Wir haben am Anfang mal gesagt, wir stellen jeden Samstag und spätestens Sonntag immer den Plottenkurs online. Es ist aber leider nicht möglich, dass wir euch jeden Samstag das Arbeiten online stellen. Wir haben so viele Bestellungen und dafür danke ich euch allen mega da draussen. Es ist mittlerweile ein Fulltime-Job, mein Laden, mein Baby, mein kleines Träumchen. Viele von euch wissen, ich arbeite auch noch im Kino. 3 bis 5 Tage in der Woche. Ich arbeite noch Nachtwache. Und es ist uns von der Zeit her einfach nicht mehr möglich, euch das wirklich fix jeden Samstag zu präsentieren. Wir geben uns alle Mühe, dass ihr jede Woche ein Video bekommt. Ihr könnt aber euch den Wochentag einfach nicht mehr fix versprechen. Es ist einfach so viel und es ist so explodiert jetzt in den letzten paar Wochen, dass es einfach nicht mehr möglich ist. Und wir haben auch noch 3 Bluebee-Mädchen. Das grösste habe ich Goyo auch teilhaben lassen, hat gerade den Lehrvertrag unterschrieben. Das ist auch wieder eine neue Zeit, die auf uns zukommt. Ich weiss nicht, was mich erwartet. Das ist mein erstes Kind, das eine Lehrstelle macht oder auch schon so gross ist. Ha, ist das so gross? Genau. Also es frisst extrem viel Zeit, das alles, obwohl es uns mega viel Spass macht. Aber es ist auch wie ein Druck für uns. Oh, es ist schon wieder Donnerstag. Wir haben es in Folge Plottenkurs, wo wir oben sind, in Folge Nachtwache oder Kino. Oder auch der Herr Bluebee hat auch ein eigenes Geschäft. Er ist auch viel am oben fort. Er hat halt auch nicht einen Bürojob von 7 bis 5, sondern mit 24 Stunden Picke. Ja. Ich möchte die Videos nicht alleine drehen, weil ich kenne das Know-how nicht. Ich stehe vor der Kamera und schwätze und gebe euch mein Wissen weiter. Aber alles, was rundherum passiert, sei das Zusammenschneiden, den Untertitel einfügen, das macht alles der Herr Bluebee. Für das braucht er auch immer extrem viel Zeit. Ich glaube, 10 Stunden investiert er schon in diese Videos, bis die nachher so aussehen, damit man es euch zeigen kann. Und wir möchten uns einfach den Stress nehmen und euch weiterhin gute Videos präsentieren, wo ihr auch etwas lernen könnt. Und einfach, wie gesagt, die Videos die werden weiter bestehen, weil sie kommen an. Ich habe zwar am Anfang gesagt, es schaut niemand, aber die schauen. Und
wir haben manchmal so viel Spass, das sieht man auch an den Outtakes, und manchmal haben wir wirklich einen mega Stress, weil das einfach das Video jetzt noch schnell rein muss. Und ich denke, das merkt ihr auch. Und ich möchte nicht, dass der Spass verloren geht. Ich möchte auch nicht, dass Bestellungen oder der Laden oder vor allem auch meine Familie leiden. Und darum, wie gesagt, die Videos, die sind weiterhin, werden kommen. Es werden auch wieder 3-Minuten-Videos kommen. Ich habe nur ein Video, das schon gedreht ist, wo noch einfach den Feinschliff braucht. Aber wir tun einfach die Videos dann online stellen, wenn sie fertig sind und parat sind. Und wir hoffen ganz fest, dass das für euch da draußen auch okay ist. Ja, wir haben das halt auch ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeit das halt braucht. Oder vor allem ich, weil ich gehe dann arbeiten, komme am nächsten Tag von der Nachtwache und das Video ist fertig. Und habe natürlich, ja, schaue ihm ja auch nicht alle 2 Minuten über die Schulter, das wäre mir viel zu langweilig. Genau. Und deswegen sage ich jetzt nicht bis nächsten Samstag, sondern ich sage euch einfach nur bis zum nächsten Video. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und zuschaut. Und wie immer gilt, bitte abonnieren und liken uns, wenn ihr Vorschläge habt. Und wenn ihr etwas wollt wissen von mir, dann schreibt mich doch das. Und ich tue das auch gerne für euch umsetzen. Es ist manchmal auch schon schwierig, was zeige ich noch, was kann ich noch zeigen, was passt in ein Video und was ändert nicht. Also ich bin froh, wenn ihr dort auch agiert, wenn ihr weiterhin wollt Videos schauen. Genau. Also meldet euch bitte. Es würde mich freuen, auch Reaktionen vom Video zu bekommen. Oh, das ist jetzt scheiße gewesen, das hat mir gar nicht gefallen. Oder hey, dort hast du Bullshit erzählt oder whatever. Somit bleibt mir noch die Verlosung vom Täschli. Und das hat gewonnen Monika Eberhardt. Bitte, bitte, bitte schick mir deine Adresse auf facebook.com/blubch. Dort bitte die Adresse zuschicken und dann kommt das Täschli zu dir. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis gleich. Tschüss.